Der Nikolaus im Kinderhaus. Heute war er unter diesem Motto in rund 20 Kindertagesstätten in Hoyerswerda unterwegs. Mit der großen Glocke war er schon von Weitem zu hören. Und so begrüßte er die ersten Kinder heute in der Kindertagesstätte Pusteblume und in der Lebenshilfe-Kita Max und Moritz. Viele strahlende Kinderaugen erwarteten den Nikolaus in seinem typischen roten Gewand. Natürlich hatten sie für ihn auch ein paar weihnachtliche Lieder einstudiert. Als Dankeschön gab es dann vom Nikolaus eine kleine Spende für neue Spielgeräte, zum Beispiel für ein neues Trampolin. Unterstützend zur Seite stand ihm dabei Steffen Markgraf, der Chef der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Er half dem Nikolaus auch in diesem Jahr wieder nicht nur schnell zu den Kindern zu kommen, sondern sorgte an diesem Tag auch für den finanziellen Part. Jeweils 300 Euro kamen den Kitas dabei zugute, die zuvor beim Bastelwettbewerb teilgenommen haben. Am Ende verabschiedete sich der Nikolaus, denn die nächsten Kinder warten schon auf ihn.